Guten Tag, liebe Eltern. Mein Name ist Tanja Henrichs. Ich bin die Leiterin der Grundschule und möchte Sie informieren über die Möglichkeiten an der Grundschule der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg. Unsere Grundschule umfasst die Jahre 1 bis 4, wie das im deutschen System der Fall ist. Wir beginnen mit einer intensiven Sprachförderung in dem ersten Jahr der Grundschule. Da sind unsere Klassenlehrerinnen durch Assistenten verstärkt, um insbesondere im Bereich Deutsch die Kinder so gut wie möglich zu unterstützen und zu fördern. Gleichwohl werden alle anderen Fächer auch auf Deutsch unterrichtet. Außerdem gibt es umfangreiche AG- und Neigungsangebote. Ab der zweiten Klasse lernen die Kinder dann bei uns auch Englisch. Wir beginnen damit etwas später, damit sich das Deutsch in Ruhe festigen kann, und dann kommt das Englische entsprechend hinzu, erreichen aber im Verlauf der Grundschulzeit ein Niveau, wie es auch an englisch-muttersprachlichen Schulen gegeben ist. Viele Fördermöglichkeiten ergänzen unser Angebot in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Musik, Kunst, Religion, Informatik und Sport. Diese Fördermöglichkeiten sind zum einen durch extra Förderkurse durch Grundschulkollegen gegeben, zum anderen auch durch die Kooperation mit dem Phoenix Förderzentrum, das direkt an unsere Schule angegliedert sind. Auch hier sind Kolleginnen tätig, die die Kinder zum Beispiel bei Leserechtschreibschwierigkeiten, bei Problemen in der Sprachentwicklung, bei mathematischen Problemen unterstützen und begleiten, um die Erreichung eines höheren Niveaus sicherzustellen. Wir vertrauen darauf, dass die Kinder viel ganzheitlich lernen. Das heißt, Kinder bringen sich in ihren Lernprozess ein. Sie entscheiden mit über Inhalte, die ihnen wichtig sind. Sie finden eigene Lernwege und Lernmöglichkeiten. Das heißt, das Lernen zu lernen, ein selbstständiger, autonomer und starker Lernpersönlichkeit zu werden, das ist eins unserer wichtigsten Ziele.